Willkommen zurück. Ich baue jetzt den zweiten Teil der Rakete. In dem ersten Teil haben wir ja das untere Triebwerk gebaut, quasi mit den, also das Triebwerk, die Treibstoffkammern, also eben auch die Außentreibstoffkammern. Und jetzt werde ich hier zuallererst, bevor ich die zweite Stufe richtig anfange, noch, ich sag jetzt mal Hütchen bauen, damit das Ganze ein bisschen aerodynamischer aussieht. Das ist sogar in der Realität so gemacht, also nicht ganz in der Form, die ich jetzt baue, aber genau. Ich erstelle jetzt wieder eine Skizze. Beziehungsweise ich konstruiere jetzt erstmal eine Ebene, wähle jetzt wieder den Durchmesser für den Kreis auf dieser Ebene. Also das ist dann wieder meine Skizze. So. Und genau, wähle eben oder mache mir einen Kreis, der eben genau den Durchmesser hat von den Zylindern, die ich vorher gebaut habe. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Also ich habe mir hier erst diese Ebene drauf gebaut und mache dann wieder, wie gesagt, C für Kreis, Durchmesser eben wieder 3,66 Meter. Und dann habe ich auf beiden Seiten diese Skizzen erstmal. Und jetzt konstruiere ich mir eine Versatzebene auf beiden Seiten, so 2 Meter über dieser ersten Stufe. Genau, ihr seht gleich, also das muss man eben machen, um diese Hütchen zu bauen. Ich möchte das gleich einfach so einen Punkt in diese Ebene zeichnen und genau, wie gesagt, das muss ich deswegen auf beiden Seiten machen. Den Punkt wähle ich hier natürlich ganz klein, weil das ja eben ein Hütchen sein soll und kein weiterer Zylinder, der da oben drauf ist. Und dann habe ich das auf der ersten Seite schon mal fertig. Wie gesagt, auf der zweiten Seite dann eben auch nochmal machen, heißt hier wieder konstruieren. Versatzebene 2 Meter über dem Zylinder bauen und dann erstelle ich mir hier wieder die Skizze C für Kreis, wähle den Mittelpunkt aus und genau als Durchmesser wähle ich dann eben wieder diese 3,66 Meter aus. Ach nee, gar nicht. Ich wähle hier wieder den als Durchmesser einen kleinen Durchmesser aus, die 3,66 Meter hatte ich ja unten. Genau, und dann mache ich hier eine Erhebung. Da wähle ich erst den äußeren Kreis aus hier und eben oben diesen Punkt. Und genau, dann kann man eben auch gucken, wie die Kanten aussehen sollen. Wenn man möchte, da irgendwas verschieben, das habe ich jetzt, weiß ich nicht, fand ich irgendwie, ich fand das eigentlich ganz gut jetzt so als Hütchen. Und genau, wie gesagt, so noch einmal gucken. Ich glaube, das ist okay so. Und dann, genau, kann ich hier einfach verbinden gehen. Beziehungsweise also ich möchte es ja zusammenführen und dann verbinden und dann auf OK. Und dann habe ich hier mein erstes Hütchen drauf gebaut. Auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche nochmal, also hier wieder auf Erhebung, dann den äußeren Rand auswählen und okay, jetzt habe ich irgendwas falsch ausgewählt. Okay, das Ganze jetzt nochmal, also hier abbrechen. Genau, dann wieder Erhebung. Das schiebe ich mir das hier mal eben schön zurecht, damit ich auch sehe, was ich tue. Genau, den äußeren Kreis dann auswählen. So, jetzt hat es geklappt. Oben den Punkt. Genau. Und dann habe ich hier meine beiden Hütchen schon mal fertig. Da diese, also auf diese äußeren Booster wird eben nichts mehr drauf gebaut, deswegen bleiben die dann so. Und am Ende färbe ich die dann eben nur noch mal ein. Genau. So, und jetzt baue ich mir nochmal eine Versatzebene auf den mittleren Zylinder, weil ich ja jetzt hier die zweite Stufe drauf baue. Und dann, wie gesagt, eben ein Zylinder auf diese zweite Versatzebene. Der Durchmesser beträgt wieder 3,66 Meter. Und die zweite Stufe hat dann eine Höhe von 12,6 Metern. Das habe ich wieder nachgeguckt. Ich hatte ja gesagt, ich möchte die maßstabsgetreu nachbauen. Genau, also hier, wie gesagt, Höhe 12,60 Meter. Und genau, das möchte ich dann als neuen Körper. Und so sieht das Ganze dann auch schon aus. Auf OK drücken. So, jetzt habe ich diese zweite Stufe. Genau. Und jetzt baue ich hier
Obendrauf kommt dann, also es ist jetzt keine Drittstufe, im Prinzip ist das wie so ein Payload. Das heißt, die Versorgungskapsel, die Astronautenkapsel, was auch immer. So, das mache ich dann wieder mit einer Versatzebene. Ich baue mir wieder einen Zylinder da oben drauf. Jetzt muss man aber gucken, denn die dritte Stufe hat einen etwas größeren Durchmesser. Der liegt bei 5,2 Metern. Und genau, die dritte Stufe ist dann nochmal 13,2 Meter hoch. So, und das mache ich dann natürlich wieder als wie gesagt, Höhe 13,2 Meter, Durchmesser hatte ich ja schon angegeben, und dann wieder neuer Körper. So, und dann. Habe ich irgendwas falsch angegeben, oder? Achso, nee, genau, ich hatte das zu 11,2 Meter geändert. Da waren die Angaben etwas unterschiedlich. Genau, so. Und jetzt baue ich mir auf diese obere Ebene eben wieder eine Versatzebene und mache das gleiche wie an den seitlichen Boostern eben nochmal. Das heißt, ich baue hier wieder eine Versatzebene oben drüber nochmal. Das heißt, die für den Punkt quasi, um mein Hütchen zu bauen. Und genau, auf der oberen Ebene mache ich eben ein sehr, sehr kleinen Kreis, also wieder 0,01 Meter Durchmesser. Und auf der unteren Ebene hatte ich ja den Kreis gerade gemacht die Ebene gemacht, genau. Und hier mache ich dann eben wieder einen Kreis entsprechend der Größe meines Zylinders, den ich hier eben drauf habe. Also, wie gesagt, das sind dann 5,2 Meter Durchmesser. So, genau. Und jetzt habe ich hier auch schon wieder meine Skizze für meinen Hütchen, macht da wieder eine Erhebung. Genau, so schiebt mir das wieder zurecht, wähle hier den äußeren Kreis aus und oben eben diesen Punkt. Neuer Körper. Beziehungsweise verbinden und dann, genau, habt ihr da euer Hütchen. Das ist jetzt im Prinzip ganz grob schon euer fertiges Grundgerüst. Jetzt mache ich hier noch eine Abrundung der Kanten. Einfach weil das, finde ich, schöner aussieht, als wenn das so eckig ist. Das sieht dann einfach realistischer aus. Hab dann einfach abrunden gedrückt, also wie vorhin, wie am Anfang halt schon bei den Triebwerken, als ich die abgerundet habe. Im Prinzip ist das genau das Gleiche, genau. Hier wähle ich dann auch eben die Kante aus. Kann ein bisschen herumspielen, wie das am schönsten aussieht. Das ist einfach genau so. Genau, so. Und jetzt habt ihr hier im Prinzip das fertige, also die fertige Rakete. Genau, wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach noch so ein bisschen die anderen Kanten abrunden, einfach wie gesagt, damit es realistischer aussieht. Ihr könnt auch beide gleichzeitig auswählen, damit die Abrundung eben auf beiden Seiten genau gleich ist. So, das ist jetzt euer fertiges Grundgerüst und jetzt werde ich die eigentlich nur noch einfärben. Das mache ich dann im nächsten Video. Bis dahin.